loslegen. Vorsichtig, der Raumkapsel darf nichts passieren. Macht euch keine Sorgen. Ich hole euch hier raus. Nee, lasst mich weiter schlafen. Wir haben doch Ferien. Aber Brüderchen, wir wollten doch einen ganzen Tag auf dem Bauernhof miterleben. Aber doch nicht heute. Doch, ja. Heute. Heute. Genau mit dem Traktor, da bin ich gerade gefahren. Und ihr weckt mich auf. Bennett, das hast du nur geträumt. Na und? Es ist trotzdem erst 5.30 Uhr und hier schläft alles noch. Außer der Hahn vielleicht. Ich glaube, hier ist ganz schön viel los. Die Tiere sind nämlich alle schon wach und warten darauf, dass sie versorgt werden. Die Kühe wollen auf die Weide. Komm, geh weiter, Ashley. So ist fein. Die Schweine warten auf ihr Frühstück. Und Emma bekommt auch alle was. Und die Hühner dürfen wieder aus ihrem Stall warten. Warum sind die denn eingesperrt? Damit sie in der Nacht sicher vor dem Fuchs und anderen wilden Tieren sind. Okay, gibt's jetzt Frühstück? Nein, erst müssen wir noch die Ställe ausmisten. Wow, das sind aber ganz schön viele Kuhfladen. Ja, und die müssen alle weg. Ich wusste gar nicht, dass Kühe so viele Haufen machen. Und wie das stinkt. Eine Kuh alleine frisst am Tag zwischen 70 und 140 Kilogramm Gras. Das ist ungefähr so viel wie dieser Haufen dort. Und entsprechend oft muss eine Kuh auch. Okay, okay. Danke, Robert. Wir wissen, was du meinst. Fertig. Jetzt gibt's aber Frühstück. Nein, erst noch den Schweinestall ausmisten. Oh, nee. Das ist ja voll die Schufterei. Und das macht ihr jeden Tag? Ja, klar. Die Tiere wollen es doch auch schön sauber haben. Stimmt. Ich finde es wunderschön hier. Lecker. Was machen wir jetzt? Im Traktor fahren? Ja, nach der Brotzeit geht's aufs Feld. Cool. Wow. Hier stehen aber viele Geräte. Für was ist das denn alles? Robert, du kannst doch so schön erklären. Mach doch du das. Also, der Bauer hat nicht nur Tiere, um die er sich kümmern muss, sondern er betreibt auch Ackerbau. Ackerbau? Das bedeutet, er pflanzt Getreide oder Mais an, aber auch Kartoffeln und Gemüse. Das geht so. Im Frühjahr sät der Bauer die Samen in die Erde. Aus den Samen wächst dann zum Beispiel Getreide. Damit das Getreide schön wächst, braucht es Sonne. Und auch immer mal wieder Regen. Nach dem Sommer kommt der Herbst. Und das Getreide ist reif. So sieht es dann aus. Das ist der Halm. Und das ist die Erde. In der Erde sind die Getreidekörner. Jetzt kann es geerntet werden. Wie macht man das? Mit dem Mähdrescher hier. Wieso heißt der so? Der heißt so, weil er mäht und drescht. Zuerst wird der Halm zusammen mit der Erde abgemäht. Das heißt, er wird knapp über dem Boden abgeschnitten. Dann wird er in der Maschine gedroschen. Das bedeutet, die Erde wird so lange hin- und hergeschlagen, bis alle Getreidekörner aus der Erde gefallen sind. Und das macht das Ding, der Mähdrescher, ganz automatisch? Ja, praktisch, oder? Früher, bevor es solche Maschinen gab, mussten die Bauern das alles von Hand machen. Erst das Getreide mit der Sense abschneiden und dann so lange dreschen, bis alle Körner aus der Erde gefallen waren. Das war harte Arbeit. Und dann? Die Getreidekörner kommen in den Anhänger des Traktors. Und aus dem Rest wird ein Strohballen gepresst. Das Getreide wird zu einer Mühle gebracht. Dort wird dann aus den Körnern Mehl gemahlen. Und daraus wird dann unser Brot gemacht. Genau. Oder Semmeln, Kuchen oder auch Nudeln. Ich hätte nie gedacht, dass das alles so viel Arbeit ist. Ich auch nicht. Damit die Menschen jeden Tag Brot, Fleisch, Wurst, Obst und Gemüse essen können, muss der Bauer das ganze Jahr über viel arbeiten. Das finde ich ganz schön toll. Ich auch. Wenn wir schon beim Thema sind,
Gibt's jetzt Abendessen? Nein, noch nicht. Erst müssen wir die Kühe wieder von der Weide holen, melken, die Schweine füttern, die Eier von den Hühnern einsammeln und die Hühner wieder zurück in den Stall sperren. Dann gibt's Abendessen. Psst. Schaut mal, da drüben, am Waldrand, da steht ein kleines Rehkitz mit seiner Mama. Oh ja, wie süß. Oh, ich will unbedingt mal in den Wald. Ich auch. Ja, aber nicht mehr heute. Mein Akku ist bald leer. Meiner auch.